Reibern, Glorofatz, zu Hause und am Arbeitsplatz ist alles für die Katz. Aber hoch zu Ross bist du der große Boss, wird aus dem kleinen Müller der absolute Knüller. Hönneban, Glorofatz, zu Hause und am Arbeitsplatz ist alles für die Katz. Aber auf dem Pferd ist dein Leben etwas wert, da kämpfst du mit Giganten, fliegst du den Erdtrabanten. Hönneban, Glorofatz, ritt, dass er staubte. Im Takt des strengen Trabes wippten die strotzenden Muskeln an seinem mächtigen Körper wie schlappe Ticken. Ein knappes Kommando bedeutete dem treuen Ross einen strammen Galopp. Es war auf einen Blick sonnenklar, dass dem wackeren Recken nun nichts mehr Einhalt gebieten konnte. Nichts als ein Abenteuer. Geschweige denn ein jämmerliches Symbol kleinbürgerlicher Befürchtungen. Die Überlieferung eines Schaulustigen belegt schlüssig, dass Pferd und Reiter mit einem einzigen mächtigen Satz über das Hindernis hinwegsetzten, wobei nicht einmal das stolze Tier mit der Wimper gezuckt habe. Halt! Wohin so eilig? Fraget mein Pferd. Der Gaul kann reden? Ich hieß ihn schweigen. Interessanter Name. Und wie heißen Sie? Das fraget ihr? Seid ihr denn nicht gewahr geworden, wie meine strotzenden Muskeln an meinem mächtigen Körper wippen, wie schlappe Titten? Wollt ihr, armer Irrer, der ihr seid, behaupten, ihr hättet nicht Kunde davon, wer einzig jener Hühne sein könnte, der ich selbst bedeute? Ich spinne wohl. Gut, dann sei euch verziehen. Nun aber hurtig aus dem Weg, gilt es mir doch, das nächste Abenteuer ruhmreich zu bestehen. Ihr, Trostloser, aber vernehmt, als Ritter vermag ich euer Leben zu retten, nicht aber euren Verstand. Und Hönneban Glorofatz ritt von dannen, dass es noch mehr staubte. Denn er mochte nicht säumig sein. Ein Abenteuer will grad so pünktlich erwartet sein wie ein Weib, mahnte sich der Recke, während er eine gestrenge Pupille auf seine Schweizer Präzisionsuhr warf. Vermittels einer aerodynamischen Position, die freilich nur der Unvergleichliche beherrschte, machte er Bruchteil um Bruchteil der verlorenen Sekunden wett. Hönneban Glorofatz brachte seinen geschundenen Hengst nach einer exakt berechneten 5,1129,5 Kilometer langen Bremsspur mit glühenden Hufen zum Stillstand und stand endlich dem Todfeind Aug in Aug vis-à-vis. Keinem wenigeren als dem wutschnaubenden, zähnemalmenden Atem-Odol. Höchst persönlich. Unnötig, diesen mit Giftzunge und todspeiendem Mundgeruch bewährten Maulhelden vorzustellen, berüchtigt wie er war. Nein, der gnadenlose Kampf der Giganten duldete keinerlei Aufschub.
in den Staub mit euch, o Räudiger, oder ich trete euch da rein. Wie, mein lieber Nachbar? Nimmer sprech ich zweimal. Dann sag's eben nur noch einmal, nochmals. Moment, wie ist das nochmal? Wenn du dasselbe nur einmal, zweimal sagst, sagst du es dann nur einmal oder doch zweimal. Moment, ich glaube, ich hab's also mathematisch gesehen unter Berücksichtigung der logarithmischen Intersubpotenz zum Quadrat der pythoquantischen Unschärfe minus dem kommasomatischen Axiom müsste man doch zwingend zu dem aristotelischen Schluss gelangen. Unzweifelhaft. Der Unerschrockene hatte seinen gefährlichen Gegner sträflich unterschätzt, sodass dieser die erste Runde sensationell, aber nicht ganz unverdient für sich verbuchen konnte. Hymne Ban Glorofatz taumelte, aber er fiel nicht. Unmittelbar vor dem totalen Hirntod nahm er Maß zum vernichtenden Gegenschlag. Unser Held hub an. Den Feind mit einem letalen Huster niederzustrecken, als er Gnade vor Rechter gehen ließ. Müller, du Versager!